Ja, hallo, eigentlich ist der Martin Bauer hier neben mir der falsche Ansprechpartner für meine Frage, weil ich suche jemanden, der mir beantworten kann, wie man leicht und ohne viel Schweiß als Gelegenheitsrennfahrer billig Sekunden gut macht. Aber der Martin ist ein akribischer Arbeiter, ein präzisionsdenkender Typ, eigentlich ein Deutscher, von der Arbeitsweise kann man sagen. Aber Martin, bitte hilf uns. Welche Fehler siehst du immer wieder, die man eigentlich relativ leicht als Gelegenheitsfahrer auf der Rennstrecke gut machen kann? Welche Tipps sind relativ easy umzusetzen, deiner Ansicht nach? Also mir fällt auf, dass sehr viele Hobbyrennfahrer in ein paar Bereichen sehr, sehr gut sind, aber woanders relativ viele Fehler noch machen. Also was bei den meisten recht gut geht, ist die Kurvengeschwindigkeit an sich. Jeder von den Jungs ist eigentlich relativ schnell mal auf hohe Kurvengeschwindigkeiten, ne? Schafft es aber nicht dann in vernünftig Vortrieb auch noch umsetzen zu können. Das ist eigentlich immer so der Schlüssel bei alle zu schnelleren Rundenzeiten. Also man muss schauen, dass man es schafft, trotz der Kurvengeschwindigkeit das Motorrad noch vernünftig zu positionieren. Gerade wie wir es hier haben bei der Tausender, die viel Leistung zur Verfügung stellt, ist es sehr, sehr wichtig, so früh wie möglich ans Gas gehen zu können. Das heißt, es nützt dann nichts, jetzt schnell um die Kurve rollen zu können, aber davor musst du am Ausgang dann ewig warten, bis du wirklich ziehen kannst. Und das ist so der Punkt, an dem ich am meisten auch mit den Jungs da arbeite, was dann auch am meisten Zeitgewinn bringt. Okay, ist da vielleicht der richtige Ansatz zu sagen, verzichten wir beim Lernen auf ein paar km/h Kurvengeschwindigkeit, um nicht auf der letzten Rille um die Ecken zu kommen, damit auf dem Kurvenausgang dann aber wirklich alles 100% passt. Richtig, also bei manchen beginnt ja diese Phase sogar schon noch viel früher. Die versuchen extrem spät zu bremsen, verhauen sie teilweise schon den Eingang in der Kurve und kommen dann gar nicht rum. Also wie du richtig sagst, es ist gut, an diesen Stellen ein bisschen was wegzunehmen, rauszunehmen und sich mal nur auf den Kurvenausgang zu konzentrieren, um den einmal perfekt zu machen. Und der nächste Schritt ist dann, alles zusammenhängen, gut zu kombinieren. Okay, und wenn wir jetzt spezifisch hier auf die Rennstrecke in Almeria eingehen, die ja, ich glaube, so ziemlich alles bietet, was man auf einer Rennstrecke erwartet, und wenn man die kann, glaube ich, kann man so ziemlich alles, blinde Ecken, alles mit dabei. Hast du jetzt hier gesehen, waren die wichtigsten Ratschläge hier spezifisch für diese Rennstrecke, für die Rennfahrer hier oder für die möchtigen Rennfahrer? Ja, also wie wir vorher schon angesprochen haben, ist eben diese Beschleunigungsphase und auch die Bewegung am Motorrad. Wie du schon richtig gesagt hast, wir haben hier ein sehr schönes Infield mit sehr vielen Wechselkurven und sehr viele sitzen relativ monoton auf dem Motorrad und bewegen sich einfach nur mit dem Motorrad hin und her. Man kann sich da sehr viel mit Bewegung am Motorrad selber die Sache vereinfachen. Man kann durch Gewichtsverlagerung deutlich mehr Grip generieren. Das ist da recht interessant. In verschiedenen Fahrmodis kann man das gut simulieren. Gerade die BMW bietet ja mit dem Rain-Modus an und für sich eine Möglichkeit zu demonstrieren, was passiert, wenn ich in maximaler Schräglage Gas gebe. Nämlich nicht viel, weil das auch der Bereich ist, wo du noch nicht viel Vortrieb erzeugen kannst. Das heißt, der Rain-Modus verwenden wir oft ganz gern für so Instruktorsachen, um zu demonstrieren, ab welchem Winkel gibt dir die Elektronik wirklich die Leistung frei. Und das ist auch der Bereich, den man suchen sollte, dann wenn man im vollen Modus fährt, weil man auch dort, dann wenn die volle Leistung da ist, auch vom Grip her das wirklich umgesetzt bekommt. Und das ist so der Punkt, an dem wir hier sehr viel gearbeitet haben. Na gut, dann haben wir jetzt noch heute einen Turn, morgen 6 Turns zur Verfügung beim BMW Motorrad Testcamp 2014 in Almeria. Und wenn ich es heuer nicht schaffe, hier schnell zu werden, wann dann, wenn Martin Bauer, MotoGP-Pilot, uns hier die Ratschläge gibt? Heuer wird's was mit unserer Rennkarriere.